Einen wunderschönen guten Morgen und schön, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ich bin Hermann und wie ihr seht, bin ich draußen unterwegs wieder mal. Startpunkt ist diesmal der Boxberg im Naturpark Aukrug. Und wer mich schon länger verfolgt, da war er doch schon mal. Ja, bei der letzten Wanderung war ich auch schon im Naturpark Aukrug unterwegs. Auch ungefähr etwas über 10 Kilometer. Diese Länge wird die Strecke heute auch haben. Und wie ihr schon zum Anfang gesehen habt, werde ich heute den grünen Pfeilen folgen. Also, wenn es euch interessiert, dann packt euren Rucksack und kommt mit und begleitet mich auf der Tour. Übrigens ist der Boxberg 77,5 Meter hoch und somit die höchste Erhebung hier im Naturpark Aukrug. Und er zählt auch zu einer der höchsten Erhebungen hier in Schleswig-Holstein. Auch heute wieder, wie man hinter mir sieht, ist es angebracht, festes Schuhwerk zu tragen. Ist natürlich geschuldet dem Wetter. Es ist natürlich Herbst, es ist feucht und hier sind gerade auch noch Forstarbeiten, die das Laufen nicht viel einfacher machen und die Wege sind denn dadurch auch sehr schlammig. We'll be right back.
So, meine Freunde, ich bin wieder an meinen Ausgangspunkt angekommen. Also ich bin hier jetzt auf dem Boxberg, also 77,5 Meter hoch. Die Wanderung auf der grünen Route hier durch den Naturpark Aukrug war wunderschön, sehr naturbelassen. Ein bisschen wenig Bänke, außer in der Nähe vom Klinikum Aukrug oder hier ringsum um den Boxberg. Aber sonst war sie wunderschön. Die Strecke war jetzt so grob 11 Kilometer lang, weil ich hatte noch einen kleinen Fauxpas gehabt. Ich bin Kleinigkeit falsch gegangen, musste dann wieder zurück, war aber nicht so lang, vielleicht 200, 300 Meter. Die Strecke ist sehr gut ausgeschildert, also man kann sich schlecht verlaufen. Eine Stelle, also da, wo ich mich verlaufen hatte, da muss man ein bisschen aufpassen. Also den Pfeil wirklich geradeaus laufen, wenn er auch nicht mehr auf der anderen Straßenseite zu sehen ist. Und dann heißt das für mich, ich habe mich wieder gefreut, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ich würde mich über ein Like freuen. Und natürlich, wer neu ist hier, über ein neues, kostenloses Abo von euch. Dann heißt es für mich, wie immer zu sagen, bleibt schön gesund und tschüss.